Schwerpunkt Kontrolle im alten Botanischen Garten in München am vergangenen Freitag. Nur einen Steinwurf vom Münchner Hauptbahnhof entfernt hat sich hier innerhalb weniger Monate eine Trinker- und Dealer-Szene entwickelt. Auch Ahmed Mehmet aus Äthiopien ist regelmäßig hier. Polizei, blablabla, arbeitet nicht hier. Dealer da, alle verkaufen Haschisch, alle Menschen hier verkaufen alle. Die Polizei versucht seit längerem der Situation Herr zu werden, mit eher mäßigem Erfolg. Um 37% stieg die Kriminalität im gesamten Münchner Bahnhofsareal 2023. Kontrollen auch mit Drogenhunden sind an der Tagesordnung. Heute finden sie im Gebüsch 5 verkaufsfertige Päckchen Haschisch und eine Stichwaffe. Warum versteckt man Waffen? Um sie mit Sicherheit einzusetzen. Das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Hier sind schon Auseinandersetzungen passiert, wo Waffen eingesetzt wurden. Viele Passanten fühlen sich nicht mehr sicher im Viertel rund um den Hauptbahnhof. Hier ist es schon für Frauen nicht schön. Irgendwelche Alkoholleichen, sonstige Drogen, die da rumgehen. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe da. Er hat so etwas noch nicht erlebt. Der Chef des Parkcafé München, Chris Lehner, betreibt im alten Botanischen Garten seit 2006 den Biergarten. Das ist einfach nur äußerst ernüchternd, wenn man hier einen der schönsten Plätze Münchens hat, da muss was passieren. Also das ist nicht eine Maßnahme. Da hat die Stadt die nächsten Jahre wirklich viel zu tun. Wir wollen ja keine Zustände wie im Görlitzer Park. Und ganz ehrlich, wenn die Stadt hier nicht reagiert, dann sind wir in ein paar Jahren da. Um genau das zu vermeiden, hat die Stadt München vor kurzem eine Taskforce eingerichtet. Auch die Chefin des Traditionsrestaurants Münchner Stuben, direkt am Südausgang des Bahnhofs, beobachtet eine Verrohung der Sitten im Viertel und auch mehr Kriminalität. Ja, da ging halt die Person an den Tisch heran, wo gerade die frischen Schweinshaxen auf den Tisch gebracht wurden und wurden entsprechend entwendet von dem Tisch. Ein Problem sind die vielen Baustellen im Viertel. Zum Bahnhofsumbau und dem Abriss von Bürohäusern kommt der Leerstand der Karstadt-Kaufhof-Gebäude als Folge der Signer-Pleite. Die Bauruinen bieten laut Wickenhäuser einen perfekten Rückzugsort mitten in der Stadt. Ähnlich die Situation am Bahnhof in Regensburg. Wir begleiten Rainer Franz in die Sicherheitszentrale des Edeka-Supermarktes im Regensburger Hauptbahnhof. Fast täglich gibt es Gewaltausbrüche wie diesen. Zum Beispiel gestern, da war die Person da und hat halt sich massiv gewehrt gegen die vorläufige Festnahme, da er Diebesgut an sich hatte. Ne? Ja, das ist ein bisschen ausgeartet. Hausverbot wurde gestellt, Körperverletzungen wurde beanzeigt, Diebstahl auch. Was aussieht wie Blut, ist ein gestohlener Tetrapack mit Rotwein, der im Handgemenge aufgeplatzt ist. Er hat sich halt so dermaßen gewehrt, wo ich alleine war, dass alle zugeschaut haben, aber ich stand da und keiner hat was gemacht. Das meiste, was ich immer von der Bundespolizei immer direkt höre, wir sind unterbesetzt. Und das ist jeden Tag. Also oft käme die Polizei nur verspätet oder gar nicht aus Personalmangel. Wir fragen nach bei der Bundespolizei. Sie erklärt, dass sich die Zahl der Dienstposten am Bahnhof Regensburg seit 2017 um 50% erhöht hat. Die Gesamtsituation sei unbefriedigend, bestätigt auch Ben Peter, erfahrener Streetworker der Caritas. Er kritisiert, Obdachlose, Drogendealer und Alkoholiker würden von der Polizei oft in einen Topf geworfen und kriminalisiert. Manche haben keine Wohnung. Die müssen tagsüber auch irgendwo hin. Dann ist das so ein Treffpunkt infrastrukturell, wo alle mit dem Bus, mit dem Zug ankommen, wo man Freunde treffen kann, wo man zusammen was trinken kann, zusammen quatschen, zusammen die Zeit verbringen. Für einige ist der Bahnhof schon längst ihr zweites Zuhause, so wie für Dieter aus dem Umland von Regensburg. Ich merke schon, dass Leute auch vorbeigehen oder dass komisch geschaut wird und so. Das nimmt jeder von uns wahr. Aber weil wir haben halt einfach mal eine Randgruppe. Wo sollen wir hin?
Um die Probleme in den Griff zu bekommen, wurde eine aufwendige Videoüberwachung aufgebaut. Kameras beobachten seit Mitte 2023 jeden Winkel auf dem Bahnhofsvorplatz und im angrenzenden Fürst-Anselm-Park. Doch an der Kriminalitätsrate habe sich dadurch nicht viel geändert, sagt Security-Experte Franz. Der Nachteil besteht halt für mich hier drin. Es ist zwar alles nachvollziehbar, was war, aber verhindern tut's nichts. Die Bundespolizei aber betont, durch die Videoüberwachung könne man schneller erkennen, wenn sich etwas zusammenbraut. Zurück nach München in den alten Botanischen Garten. Auch hier soll es bald Videoüberwachung geben. Büsche und Hecken wurden bereits zurückgeschnitten. Schwerpunktkontrollen der Polizei sind an der Tagesordnung. Denn inzwischen werden sogar Rettungskräfte im Park angegangen. Oftmals trauen sich die Retter nur in Polizeibegleitung zu einem Einsatz, wie hier mit dem Handy gefilmt. Wir haben jetzt natürlich auch eine wirklich regelmäßige Bestreifung, kommunaler Außendienst, Polizei und alles, was irgendwie eine Uniform trägt. Das ist jetzt der allererste Schritt. Und jetzt heißt es eigentlich loszulegen, um dann dahin zu kommen, wo wir langfristig hier hinkommen wollen. Noch aber streitet die Politik teilweise über Zuständigkeiten. Auf Anfrage heißt es vom Finanzministerium, der Freistaat sei zwar Eigentümer des alten Botanischen Gartens, das Platz- und Hausrecht läge aber bei der Stadt München. Und die sieht letztendlich die Polizei in der Verantwortung. Passanten und Anwohnern dürfte die Zuständigkeit egal sein, solange sich die Situation endlich spürbar verbessert.